So schlecht ist mein Kaffee eigentlich nicht. Wieder mal Stress mit deiner Schnalle? Die Kleine von gestern Abend, die war echt nett. Die hätte dich auch auf andere Gedanken gebracht. Bei mir funktioniert das nicht. Außerdem ist meine Ex keine Schnalle. Ich habe vergessen, dass ich mit einem Kavalier der alten Schule zu tun habe. Die würden sowas vielleicht denken, aber natürlich niemals aussprechen. Kavalier, ja, klar. Obwohl, das ist jetzt ein echtes Vorbild an Anstand und Aufrichtigkeit. Ist das so? Ich wünschte, sie würde jemanden kennenlernen und mich vergessen. Das hat sie nämlich verdient. Jetzt mach dich mal nicht schlechter, als du bist, Mann. Mit Frauen kann man einfach nicht klarkommen. Das ist ein Naturgesetz. Erst bringen sie dich zur Welt, dann bringen sie dich um. Mach doch auf, du blöde Kuh! Es tut mir leid, du musst ja nicht gleich so rumschreien. Und dabei sind sie nicht viel besser als wir. Sie sind untreu, verlogen, launisch und berechnend. Dabei so unerträglich emotional. Eigentlich gibt es nur einen Ort, an dem Männer und Frauen gelegentlich funktionieren können. Und das ist, Preisfrage, wo? Im Bett, genau. Man sollte generell nur körperlich was mit Frauen anfangen. Da könnte es sowas wie eine gemeinsame Ebene geben. Seelisch prallen dabei aber zwei völlig unterschiedliche Welten aufeinander. Du scheinst zu vergessen, dass es sowas wie Gefühle gibt. Vorher vielleicht, aber hinterher doch nicht. Also für mich gilt das nicht. Und jetzt hör auf, mich hier mit deinen komischen Theorien zu foltern und mach mir die Rechnung. Das sind keine komischen Theorien. Das ist die Realität. Reichst du mir mal bitte die Kehrschaufel? Natürlich.